Ja, wenn wir heute oder morgen oder gestern durch die Fußgängerzonen in Menden schlendern, was begegnet uns dann? Richtig, ein riesiger Volksauflauf. Und jetzt stellt euch mal vor, dass jemand in diesem riesigen Volksauflauf vielleicht auf so eine Lostrommel springt oder so und zu den Leuten schreit: Ey Leute, ich hab was, das gibt's nur bei mir und das braucht ihr unbedingt. Und das könnt ihr auch nirgendwo anders bekommen. Wie würdest du damit gehen? Das wäre ziemlich komisch vielleicht, ne? Die Sache ist, genau das hat Jesus auf einem großen Volksfest gemacht. Wir machen bitte mal die PowerPoint an. Genau, darum wird es heute gehen. Und wir springen gleich mal in die erste Bibelstelle, in Johannes 7. Da heißt es, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und schrie, können wir da eigentlich übersetzen, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von was für einem Fest redet hier die Bibel? Es ist das sogenannte Laubhüttenfest. Das ist das dritthöchste Fest bei den Juden, also da war richtig was los, die Straßen waren voll, jetzt lesen wir es auch noch, der höchste Tag des Festes, das war der letzte. Da gibt es eine bestimmte Zeremonie, einer der Priester, der schleppt dann so eine Kanne Wasser aus dem Teich Siloa und bringt die dann in die Stadt und das gießt dann auf so ein Altar und betet für Regen. Also so eine religiöse Prozession. Und Jesus stört diese religiöse Prozession. Jesus sagt, hey Leute, hier bei mir gibt es das lebendige Wasser, ich kann euch das geben, sonst keiner. Also Jesus hat überhaupt kein Problem, so eine religiöse Prozession zu stören. Es geht hier nicht um religiöse Rituale, es geht hier um Wahrheit. Und Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus, schon mal ganz interessant. Jetzt wichtig auch dieser kleine Nebensatz, wie die Schrift sagt. Jesus warnt uns, es gibt viele falsche Christusse da draußen. Die sind aber nicht gemeint und denen sollen wir nicht folgen und mit denen sollen wir nichts zu tun haben. Also nicht irgendwie irgendein Jesus-Verschnitt, sage ich mal, den es in den vielfältigsten Formen gibt, sondern wie die Schrift sagt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, also nicht meine Umstände, nicht gesunder Menschenverstand, nicht die Meinung anderer, wie die Schrift sagt. Aus seinem Leib, wörtlich übersetzt aus dem Bauch, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dazu kommen wir später. Also, wem bietet Jesus das an? Jesus bietet das jedem an. Er sagt, wer, egal wer, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt natürlich die Frage, wovon redet Jesus genau? Das Gute ist, es geht direkt weiter mit dem nächsten Vers. Johannes lässt uns da nicht im Unklaren. Er sagt, das sagte Jesus von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann sollst du den Geist empfangen. So viel kann ich dir jetzt schon mal sagen. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also er war auf dem Fest. Er sagt, Leute, ihr sollt das empfangen, aber jetzt war es noch nicht so weit. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist das passiert? Hier steht, als Jesus verherrlicht war. Das mag sich für dich vielleicht jetzt ein bisschen paradox anhören, aber er wurde tatsächlich verherrlicht, als er am Kreuz hing und zur Bestätigung, das haben wir vor kurzem gefeiert an Ostern, als er auferstanden ist. Das heißt, nach der Auferstehung, nach Tod und Auferstehung, sollte das passieren, wovon er hier auf diesem großen Volksfest schon gesprochen hat, wo er sich dachte, es ist kein Problem, mal dieses Volksfest aufzumischen. Und deswegen wollen wir jetzt springen. Wir haben über Tod und Auferstehung Jesu vor kurzem geredet. Jetzt schauen wir uns die Zeit nach seiner Auferstehung an, noch vor der Himmelfahrt. Und das ist sehr, sehr spannend. Wir gehen ins Kapitel 20 vom Johannesevangelium. Und da heißt es, also ich gebe euch kurz den Kontext, Jesus ist auferstanden, die Jünger waren total
am Boden zerstört und haben sich in den Häusern verkrochen. Jesus erscheint auf einmal in ihrem Zimmer. Und da spricht Jesus zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das alleine ist schon spannend, aber da werden wir heute nicht drüber sprechen. Aber dass Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es geht bei unserem ganzen Leben, das wir hier noch haben, um einen Auftrag. Ich habe euch gesandt, sagt Jesus. Und nachdem er das gesagt hatte, Achtung, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Jetzt lasst uns mal kurz überlegen. Gab es schon mal in der Bibel eine Situation, wo jemand angehaucht wurde? Richtig, super. Ganz am Anfang in der Bibel, bei der Schöpfung, da kam Leben in Adam. Gott hauchte das Leben in Adam. Das heißt, das hier ist natürlich so real passiert, aber es hat gleichzeitig eine symbolische Bedeutung. Es erinnert uns daran, Adam wurde von Gott geschaffen, Gott hat das Leben in ihn gehaucht, aber das Leben ging ja verloren wegen der Sünde. Und der erste Adam war nur noch ein Schatten seiner selbst. Wir waren nur noch ein Schatten unserer selbst. Aber dann kommt Jesus und haucht das neue Leben in uns rein. Jesus hebt den Fluch der Sünde auf und für alle, die ihm ihr Leben anvertrauen, das heißt glauben, für die gilt es, dass sie neu geboren werden. Dieses, was Jesus da bei den Jüngern vormacht, das habt ihr, wenn ihr Jesus das Leben gegeben habt, auch erlebt. Jesus hat den Heiligen Geist, hat euch angehaucht, hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Das heißt, hier ist tatsächlich die Wiedergeburt gemeint. Wir werden durch Jesus neu geboren. So, ich habe vorhin angesprochen, es gibt ja einige verschiedene Verständnisse, was es angeht. Es gibt Menschen, die sagen, damit hat sich schon alles erledigt. Vielleicht habt ihr schon mal diese Lehre gehört. Wenn du dich bekehrst und wiedergeboren wirst, hast du den Heiligen Geist und fertig. Kann gut sein, dass das schon mal jemand von euch gehört hat. Ist aber nicht so und wir werden jetzt sehen, warum. Es geht nämlich, die ganze Geschichte geht noch weiter. Es ist ja nur der Anfang. Jetzt lasst uns mal gucken in Lukas 24. Jesus redet weiter zu seinen Jüngern. Lukas 24 heißt es, so steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Er legt ihnen ja auch noch die Schrift aus und erklärt, was das alles soll. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles und seid gewiss. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich, also Jesus wird das herabsenden, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Und jetzt, Aufforderung an die Jünger, bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Also, Johannes 20, Jesus hat die Jünger angehaucht, empfangt Heiligen Geist. Sie wurden neugeboren zu neuem geistlichen Leben. Punkt 1, es geht aber weiter. Jesus sagt, wartet noch. Und jetzt ist hier das Ende vom Lukas-Evangelium, aber es geht weiter. Weiß jemand, wo die Geschichte weitergeht? Was hat Lukas noch geschrieben? Richtig, Lukas hat die Apostel, das ist wirklich, er endet im Lukas-Evangelium mit der Himmelfahrt und fängt in der Apostelgeschichte wieder an. Die Klammer sagt, pass auf, so, jetzt geht's weiter. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 4, also es ist im Prinzip direkt der Anschluss geht direkt weiter. Und als er mit ihnen versammelt war, Lukas erinnert nochmal dran, das habe ich ja schon geschrieben, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Und jetzt erinnert er nochmal ein Wort, was wir viermal in der Bibel haben, das ist Gott sehr wichtig. Denn Johannes taufte mit Wasser und Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und das sagt er, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. So, lass uns mal kurz anhalten, mal kurz überlegen, mal kurz rekapitulieren. Warum sagt denn Jesus den Jüngern, die schon
neu geboren sind, die angehaucht wurden von dem Auferstandenen, da müsste man eigentlich denken, mehr geht nicht. Warum sagt der den Jüngern, jetzt wartet noch? Warum sagt er denen, bleibt in euren Häusern? Also normalerweise müsste man auch denken, wenn Jesus sagt, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch, dass er sagt, sofort raus und jetzt an die Arbeit. Müsste doch eigentlich so das Normale sein, so würden wir das wahrscheinlich auch handhaben. Aber es ist hier nicht so. Jesus sagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und hier sehen wir, es gibt etwas, nämlich eine Erfahrung, worum es heute auch geht, die sogenannte Taufe im Heiligen Geist oder wie Jesus hier im Lukas-Evangelium gesagt hat, die Ausrüstung mit Kraft. Er sagt, ihr sollt Kraft empfangen. Und darum geht's. Und das ist in der Geschichte der Christenheit so ein bisschen verloren gegangen. In der Apostelgeschichte, wenn wir es lesen, da war das noch total aktuell und die haben Wunder über Wunder und Zeichen erlebt. Und dann hat der Teufel da richtig reingekesselt und brauchte Generationen, um das runterzudrosseln und zur Erstarrung zu bringen, bis ins finstere Mittelalter rein. Aber das Ganze kam dann nach und nach wieder und wurde wieder entdeckt. Ich möchte euch mal kurz ein Statement von einem Theologen vorlesen aus dem 19. Jahrhundert. Der war noch nicht mal Pfingstler, aber der hat das auch entdeckt. Der hat gesagt, Moment mal, das stimmt doch was nicht, so wie wir das immer verstanden haben. Ich möchte euch vorlesen, der Theologe heißt Torrey. Und der schreibt Folgendes. Es ist eine Sache, wiedergeboren zu sein durch den Heiligen Geist. Es ist eine andere Sache, die noch hinzukommen muss, getauft zu sein mit dem Heiligen Geist. Es ist eine andere Sache, die noch hinzukommen muss, getauft zu sein mit dem Heiligen Geist. Dies geht klar aus dem 5. Vers, den wir gerade gelesen haben, aus dem 5. Vers im 1. Kapitel der Apostelgeschichte hervor. Jesus sagt ihnen, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Es ist ganz klar, dass sie in dieser Weise bis dahin noch nicht getauft waren. Sie waren aber durch die Kraft des Heiligen Geistes wiedergeboren. Also schon im 19., nee, Moment, doch, 19. Jahrhundert, 1800, ja, genau, im 19. Jahrhundert, da muss man ein bisschen aufpassen, im 19. Jahrhundert hat er das schon wieder entdeckt und es hat sich langsam aufgebrochen, dann gab es diese Pfingsterweckung Anfang des 20. Jahrhunderts und jetzt bringt Gott das ja immer mehr auch in die Gemeinden rein, dass wir auch wirklich immer mehr Zeichen und Wunder erleben dürfen, ja, auch hier in Deutschland. Preist den Herrn. Und jetzt überlegt mal, die Rede hier ist von den ersten Jüngern. Er hat gesagt, sie waren durch die Kraft des Heiligen Geistes wiedergeboren. Die Jünger, also ich meine, mehr Qualifikation als die Jünger kann man ja nicht haben. Die waren 3 Jahre lang Tag für Tag mit Jesus unterwegs. Die haben alle Wunder erlebt, die Jesus getan haben. Einige waren ja sogar auf dem Berg der Verklärung, haben wirklich die krassesten Sachen erlebt. Und wenn die heute hier wären, die wären ja die Stars auf jeder Pastorenkonferenz. Die würden Ehrentitel von uns bekommen. Und so die 12 Jünger, die haben Jesus noch leibhaftig gesehen. Und denen sagt Jesus, da ist etwas, das du noch brauchst. Und wisst ihr, das ist eigentlich hier bei uns genauso. Wir können dir die Hände auflegen und wir können für dich beten und du kannst weinen, du kannst Erleichterung spüren, dass es dir besser geht. Aber wenn du heute nach Hause gehst und nicht seine Kraft empfangen hast, dann hast du nichts, was du weitergeben kannst. Das ist ein biblisches Prinzip. Die Bibel sagt, wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Funktioniert nicht anders. Und das, ganz wichtig, ist auch nach Gottes Willen. Jeder von uns ist berufen, diese Kraft zu empfangen. Jeder von uns ist berufen für das Übernatürliche. Jeder von uns ist berufen, Zeichen und Wunder zu erleben. Markus 16. Diese Zeichen folgen denen, die glauben. Nicht den großen Starpredigern auf der Bühne oder so. Denen, die glauben. Und Johannes 10. Jeder ist berufen, Gottes Stimme zu hören. Meine Schafe hören und gehorchen meiner Stimme, sagt Jesus. Und daher, das ist auch das, warum ich die Dringlichkeit empfinde, von der ich gerade erzählt habe. Wir wollen gleich in wenigen Minuten dafür beten, dass Jesus diesen Raum mit seinem Feuer füllt. Und wir glauben, dass der Heilige Geist auch auf diese Versammlung fallen wird, so wie er an Pfingsten auf die ersten Jünger gefallen ist.
Das ist das, worum es am Pfingstfest geht. Und ihr sollt gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, sagt Jesus. Und ihr sollt im Namen Jesus Zeichen und Wunder vollbringen. Das ist Gottes Plan für dein Leben. So wie die Konferenz auch heißt, die jetzt gerade von der Ekklesia stattfindet. Natürlich, übernatürlich. Das soll zu deinem normalen Alltag gehören. Bevor wir dazu kommen, aber lass uns noch mal ein bisschen weiter in der Bibel gucken. Also ich habe gesagt, an Pfingsten ist das erste Mal der Heilige Geist gefallen. Das war der Moment, von dem Jesus gesprochen hat. Petrus ist auf einmal, der hat vorher Jesus verleugnet, ist aufgestanden, hat vor tausenden Menschen in Jerusalem gepredigt und 3000 haben sich bekehrt an einem Tag. Aber da hört es ja nicht auf, da ist die Urgemeinde entstanden, dann ging es weiter. Das Evangelium breitet sich aus in die angrenzenden Gebiete bis nach Samaria. Und hier möchte ich mal mit euch lesen, was da passiert ist. Das ist in Apostelgeschichte 8. Und in Apostelgeschichte 8 heißt es, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, als diese hinabgekommen waren. Beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft, dieses nur ist keine Abwertung, sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus, also die Wassertaufe. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Überlegt mal, Johannes und Petrus sitzen in Jerusalem. Jetzt kommt da irgendein Bote oder irgendjemand kommt aus Samaria und sagt, hey, das ist unglaublich, was in Samaria passiert ist, der Philippus, und es sind Zeichen und Wunder geschehen. Menschen haben sich bekehrt und die haben sich sogar taufen lassen auf den Namen Jesus. Jetzt könnte man ja sagen, ne, die Apostel Petrus und Johannes, ja super, machen wir einen Haken hinter, Samaria ist runter von der Liste und dann gucken wir mal, wie wir jetzt nach Rom kommen. Ne? Den ganzen Mittelmeerraum einnehmen. Haben sie aber nicht gemacht. Was haben die gemacht? Die Reaktion, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, das steht jetzt in der Bibel, aber also die Nachricht kommt und jetzt sagt der Petrus so zu Johannes oder zu dem Boten, ja, aber haben sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Der Bote, ja, pff, keine Ahnung, Kraft des Heiligen Geistes, weiß ich nicht. Und Petrus dann, Johannes, bist du bereit? Wir müssen dahin, wir müssen zu den Menschen, wir müssen für sie beten, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und überlegt mal, damals gab es noch keine Autobahn, noch kein Smartphone, die konnten nicht mal eben einfach einen Billigflug von Jerusalem nach Samaria buchen oder so. Vielleicht haben sie sich einen Esel genommen, sind durch unwegsames Wüstengebiet geritten, bis sie zu diesen Städten kamen, wo die Menschen waren, die sich haben taufen lassen. Was sagt uns das Ganze? Warum taten sie das? Es war von ihnen von größter Wichtigkeit, dass die neugeborenen Geschwister aus Samarien im Heiligen Geist getauft werden. Es war ihnen von höchster Wichtigkeit. Und wenn jetzt dieses mit dem Heiligen Geist automatisch mit deiner Errettung passiert, mit deiner Bekehrung, wenn du sagst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, warum steht das dann da? Warum sind die dann extra nach Samarien gereist, wenn das wirklich so ist, dass es einfach nur Bekehrung, zack, Heiliger Geist, fertig. Klar, wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es geht auch nicht um Errettung, da möchte ich kurz mal einhaken, weil ich komme ja auch nicht aus dem Pfingstkontext. Und für mich war das total komisch, als ich als Theologe das erste Mal gehört habe von der Taufe im Heiligen Geist. Das war mir total suspekt. Ich habe gesagt, was ist das denn? Wollen die mir jetzt das Christsein absprechen? Also das ist ja auch etwas, was dann ganz oft kommt. Und die Sache ist, das wollen wir ja überhaupt nicht. Kommt dann oft so ein Verständnis, das sind jetzt die Elite-Christen oder so. Aber das Einzige, was wir am Anfang auch gehört haben, Gott will, dass wir kommen und empfangen. Das hat nichts mit Qualität zu tun. Ich kann dir auch gleich noch erzählen, wie unwürdig ich meine Geistestaufe empfangen habe. Da war es nämlich so, Nadine hatte sich bekehrt und sie hatte das sehr schnell auf dem Herzen. Sie wollte unbedingt die Zungenrede empfangen und das war total spannend für sie. Und ich hatte das irgendwie nicht so dieses Verlangen sehen. Sie hat dann abends dafür gebetet und ich lag daneben. Ja, Amen, Schatz, ne? So ungefähr. So, dann kam Pfingsten 2015. Wir waren in Werl in der Christusgemeinde heißen die, genau. Und da ging es um Zungenrede, Sprachengebet und Heiliger Geist. Passt ja auch ganz gut an Pfingsten. Und dann gab es nach der Predigt einen Aufruf. So, wer das jetzt empfangen will,
der kommt mal nach vorne und Nadine, noch bevor ich gucken konnte, war die aus ihrem Sitz aufgesprungen und stand da vorne. So, und dann saß ich da, das ist natürlich mit dem Notenständer hier ein bisschen schlecht, dann saß ich auf jeden Fall da, dann habe ich überlegt, ja, also jetzt Nadine nach vorne und wenn die das dann auch direkt empfängt, sie steht übrigens hinten und grinst, und dann hat die das ja und ich habe das nicht. Ja, das geht ja eigentlich auch nicht, ne? Also, ja, und das war mein Motiv und dann bin ich mal mit nach vorne gegangen. Wurde für mich gebetet und mir wurde warm und ich will das jetzt nicht ausführlich erzählen, auf jeden Fall, um es kurz zu machen, sie hat es empfangen, hat sich danach ausgestreckt und gebetet, Herr, ich will das haben, ich bin hungrig. Ich habe es aber auch empfangen. Was ich damit sagen will, wenn du Kind Gottes bist, dann sagt dir Gott Folgendes. Jesus hat das gesagt, und zwar hat er gesagt, wenn jetzt ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also mehr braucht es nicht. Das ist oft eine, das ist ein Missverständnis. Also manche würden vielleicht sagen, ja, das gibt es, andere haben das auch, aber für mich ist das nicht. Das gibt es zum Beispiel, dass man sich wie so ein Waisenkind fühlt. Ne? Der verlorene Sohn, der nach Hause gekommen ist, der wollte ja auch erst bei den Knechten anfangen. Aber die Bibel sagt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und Jesus sagt, hey, ihr könnt empfangen. Und deswegen dieses Bild, finde ich klasse. Willkommen steht über der Tür. Und alles, was wir sagen müssen, ist, ich will kommen. Also, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, das ist die einzige Voraussetzung, und deinen Vater um den Heiligen Geist bittest, was wird dann passieren? Er wird kommen. Also, wie gesagt, aus meiner Sicht habe ich den in einem sehr unwürdigen Zustand empfangen, im Vergleich zu Nadine, die da schon vielleicht ein bisschen geheiligter war. Ja? Aber wir haben ihn beide bekommen. Es geht da nicht um Qualität unseres Daseins, es geht darum, dass der Vater uns das geben will, weil er weiß, dass wir das brauchen. Wie empfangen wir ihn? Durch Glauben, durch Annehmen. Wir werden einfach da an eurem Platz, wo ihr gleich seid, könnt einfach die Hände aufmachen, wie jemand, der ein Geschenk empfangen will. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Nur ich will kommen, ich will haben. Mehr braucht es nicht. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wir haben gelesen, sie haben gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Wodurch wussten sie eigentlich, dass jetzt dann diejenigen den Heiligen Geist empfangen hatten? Da möchte ich nochmal eine sehr interessante Stelle zu angucken mit euch. Das ist Apostelgeschichte 10. Da möchte ich euch ganz kurz den Kontext geben. Das ist nämlich der Moment, wo das erste Mal, also die in Samaria, die waren noch so ein Zwischending, aber hier, das war wirklich das erste Mal, wo Heiden, also die keine Juden waren, die nichts damit zu tun haben, den Heiligen Geist empfangen haben. Und da war es jetzt nicht so, dass die Jünger sich gefreut haben erstmal. So, super, jetzt haben die Griechen auch noch den Heiligen Geist. Sondern ich dachte erstmal, das kann doch nicht sein, dass die jetzt den Heiligen Geist haben. Wir sind doch das erwählte Volk, die Juden. Und Gott sagt, nee, ich habe ganz andere Pläne. Er musste Petrus erstmal eine Vision geben, um ihn zu dem Haus eines römischen Hauptmanns zu schicken, damit er überhaupt dahin geht. Damit er nicht von vornherein denkt, nee, das kann ja nicht sein. Also, wir schon, wir Juden, aber die garantiert nicht. Das heißt, Gott will, das hat er gesagt, schon im Alten Testament, auf alles Fleisch. Er will auf alles Fleisch seinen Geist ausgießen, wenn der Pfingsttag gekommen ist. Wenn er mal bei dir anfasst, ist Fleisch, ne? Also du gehörst dazu. Lass uns mal gucken, Apostelgeschichte 10, während Petrus, er war dann in dem Haus des Hauptmanns und hat das Evangelium gepredigt. Und jetzt passiert Folgendes. Während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen. Also, die haben jetzt nicht gesagt, oh super, die Griechen, klasse, im Heiligen Geist getauft. Nee, die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Gott gießt seinen Geist auf die Griechen aus, ne, so ungefähr, oder die Römer, der römische Hauptmann. Ja, die konnten es nicht fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch nicht jüdischen Menschen geschenkt worden war. Jetzt die Erklärung, woher wussten sie es? Achtung, sie hörten nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen.
Da sagte Petrus zu seinen Begleitern, und jetzt kommt dieser Moment, wo Petrus das Aha-Erlebnis hat. Ja, also die sind erstmal total geplättet und hören, wie die Juden da, die Griechen da außer sich sind, gefüllt vom Heiligen Geist. Und Petrus kommt dann zu sich und macht einfach eine Schlussfolgerung. Okay, also es ist jetzt einfach evident, der Heilige Geist ist da, erkennbar. Jetzt, Leute, überlegt mal, kann denn jemand diesen Menschen jetzt noch das Wasser zur Taufe, die wir vorher hatten in der Apostelgeschichte, das Wasser zur Taufe verweigern? Kann, ist das, ja, also wenn Gott schon gesagt hat, die habe ich angenommen und ich taufe sie sogar direkt im Heiligen Geist, sie mussten noch nicht mal die Wassertaufe empfangen. Also es gibt da jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge. Wenn du zum Beispiel Jesus, wenn du dich für Jesus entschieden hast und du willst dich jetzt im September an der Sorpe taufen lassen, musst du nicht warten bis zum September, kannst heute schon empfangen. Das geht daraus ganz klar hervor. Ja? Also deswegen ist es gut, dass Gott diese Geschichte reingenommen hat, damit wir nicht wieder so ein menschliches System draus machen. Bekehrung, check. Wassertaufe, check. So, jetzt darfst du die Taufe des Heiligen Geistes. Nee, nee, nee. Also deswegen, glaube ich, hat Gott auch diese verschiedenen Geschichten hier. Einmal Samaria, Wassertaufe, Geistestaufe. Einmal römischer Hauptmann, Geistestaufe. Ja, dann sollen sie auch die Wassertaufe kriegen, ne? Damit wir da nicht in so einen starren Ritualismus verfallen. So, die Taufe ist dann im Prinzip noch, da kommen wir auch im Laufe des Sommers noch zu, das Zeichen für etwas, das hier schon passiert ist. Sie wurden errettet, aber zusätzlich wurden sie schon mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet. Und jetzt möchte ich gerne noch etwas anfassen, was vielleicht für manche ein heißes Eisen ist. Ja, wir haben gesehen, an der Sprachenrede erkannten sie, dass sie den Heiligen Geist haben. Kannst du mir einmal das Buch da geben? Also, keine Sorge, macht euch jetzt keinen Stress, ich werde das trotzdem ansprechen. Diese Frage, wo manche so ein bisschen drumherum lavieren, ist es biblisch zu sagen, wer nicht in Zungen spricht, hat nicht die Geistestaufe erfahren? Also, genau, ja, ich erkläre es noch, aber, nee, ist gut. Aber, vorab, ich glaube, die Zungenrede ist für jeden Christen. In 1. Korinther 14, Vers 5, heißt es, Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Ich will. Ich habe es gestern extra nochmal nachgeguckt, weil die deutschen Übersetzungen schwächen das so ein bisschen ab. Ich wünschte, ihr würdet, ach, es wäre schön, so nach dem Motto. Nein, da steht im Griechischen Thelo, das heißt, ich will. Gott sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. So, jetzt natürlich nicht falsch verstehen. Jetzt kommen Menschen und sagen, ja, willst du mir jetzt den Heiligen Geist absprechen? Nein, will ich natürlich nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass du dir absprechen lässt, dass Gott für dich das Sprachengebet hat. Das kann verschiedene Gründe haben, warum das bei dir noch nicht freigesetzt ist. Da kann ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Aber ich möchte dir sagen, Gott will, dass du diese Gabe hast, die dir hilft, die dich erbauen soll. Es gibt verschiedene. Da kann ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Das mit der Prophetie und Auslegung ist nochmal ein Spezialding. Aber es gibt dieses eigene Sprachengebet zur eigenen Erbauung. Und dann gibt es auch noch das, dass ich zum Beispiel Italienisch sprechen kann, ohne dass ich Italienisch spreche oder so. Ne? Drei verschiedene Kategorien. Da kommt man immer ein bisschen durcheinander, wenn man einfach nur in der deutschen Übersetzung Sprachengebet liest. Kann ich jetzt nicht im Detail machen, aber lass dir einfach zusagen, dieses persönliche Sprachengebet ist für jeden. Ich möchte da auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mal von einer Pastorenfrau aus Amerika gehört. Die war mal auf einem, ja, ich sag mal, auf so einem komischen Treffen. Das war vielleicht wirklich ein bisschen überzogen, ja, da sind dann so Sachen passiert, so hey, wenn du das Sprachengebet willst, dann bete einfach Jabba-Dabba-Du rückwärts oder so, weiß ich jetzt nicht, aber so, damit ihr versteht, was ich meine, so. Und die Frau war da so ein bisschen von abgestoßen, sie ist in ihr Auto gegangen, hat sich hingesetzt, hat gebetet, hat gesagt, Herr, also das will ich irgendwie nicht, aber ich will dich, so, Gebet war fertig. Wochen vergehen, sie ist zu Hause, ihr Mann ist unterwegs und da passiert so ein Zwischenfall. Ihr Mann meldet sich am Telefon, ist total aufgewühlt und am Weinen. Ihr Mann weint normalerweise nicht und dann bricht die Leitung ab und sie können nicht mehr kommunizieren. Sie weiß nicht, was los ist. Sie rennt um den Tisch und weiß nicht, was immer. Auf einmal bricht das so aus ihr raus. Kaborashia da kanasia da buka. Und sie fängt an, in Sprachen zu beten. Das heißt aber, hat sie es in dem Moment empfangen?
Nee, sie hatte es schon. Also auch als für mich gebetet wurde an Pfingsten 2015, haben wir beide erst abends so für uns im Bett das so ein bisschen ausprobiert, weil wir uns nicht getraut haben. Wenn mich am Mittag jemand angesprochen hätte, kannst du in Zungen reden, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Dann hätte der geschlussfolgert, ja, dann bist du auch nicht im Heiligen Geist getauft. War ich aber schon, das hatte ich am Morgen erfahren, aber ich habe noch nie in Sprachen gebetet, habe ich erst am Abend im Bett ausprobiert. Was ich damit sagen will, macht euch nicht so einen Stress wegen dem Thema. Ja? Wir sprechen niemandem im Heiligen Geist, aber ich glaube auch, ich habe gerade Brüdergemeinden erwähnt, und ich glaube, es gibt Menschen, die im Heiligen Geist getauft sind, die würden das nicht so nennen, die wissen das vielleicht auch nicht, aber die sind im Heiligen Geist getauft. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, kann ich jetzt nicht machen. Aber ich möchte auf dieses Grundproblem zu sprechen kommen, nämlich, dass Menschen glauben, das ist nicht für mich oder, ja, das gibt's und für andere, aber irgendwie mich will Gott nicht, ne? Wir haben heute Morgen dieses Willkommensschild als Bild auch gehabt. Und Gott heißt alle willkommen. Wir müssen nur sagen, ich will kommen. Ich möchte kurz vorlesen aus dem Buch von Reinhard Bonke, Im Feuer Gottes. Ich mache da jetzt keine Werbung für, ich kriege auch keine Prozente. Aber er erzählt so ein bisschen seine Lebensgeschichte und er erzählt, wie seine Mutter das empfangen hat. Sie war ja die Frau eines Pfingstpastors und hat dann gewissen Druck verspürt, dass sie ja als Frau eines Pfingstpastors auf jeden Fall in Sprachen beten muss. Und dieser Druck hat im Prinzip verhindert, dass sie das empfangen hat. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt aus dem Buch. Die Pfingstgemeinde in Glückstadt kündigte an, dass ein besonderer Diener Gottes die Gemeinde besuchen würde, um eine Versammlung für Suchende abzuhalten. Eine Stunde speziell für diejenigen, die sich danach sehnten, die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen. Mutter teilte uns mit, dass sie mit Vater die Versammlung besuchen würde. Ich wollte auch gehen, also Reinhard Bonke schreibt das. Doch sie ordnete an, dass alle Kinder zu Hause bleiben sollten. Mutter empfand bereits genug Druck. Es war für sie demütigend und wahrscheinlich auch etwas beschämend, vor der ganzen Gemeinde zuzugeben, dass sie als Frau eines Pfingstpredigers in Krempe noch nie die Erfahrung gemacht hatte, nach der die ganze Gemeindebewegung benannt war. Ich sagte zu ihr, also Reinhard Bonke, ich werde dafür beten, dass du den Heiligen Geist mit der Flamme auf dem Kopf empfängst. Er war da, glaube ich, 10 oder 11 Jahre, deswegen hat er so ein bisschen kindlich gesagt. In der Versammlung lehrte der Gastsprecher aus der Schrift über die Geistestaufe mit der Gabe der Zungenrede. Dann lud er diejenigen ein, nach vorne zu kommen, die sich danach sehnten, damit er ihnen die Hände auflegen konnte. Mutter ging nach vorne. Sie ließ mit sich beten. Nichts passierte. Als sie nach Hause kam, rannte ich entgegen. Mutti, hast du die Gabe und die Flamme auf dem Kopf empfangen? Nein, Reinhard, es tut mir leid. Ich habe gebetet, aber es scheint so, als ob ich nichts empfangen habe. Ich sah, wie sehr enttäuscht sie war und ich empfand, dass ich es mit meiner Frage nach der Feuerzunge nur noch schlimmer gemacht hatte. Niemand konnte sie aufmuntern und bald gingen wir schlafen. Vielleicht schlief ich zu tief, wie einst die Jünger im Garten Gethsemane, als ich eigentlich hätte wach bleiben sollen. Ich schlief so fest, dass ich den Klang eines mächtigen, rauschenden Windes nicht hörte, der eine Stunde später das Schlafzimmer der Eltern heimsuchte. Als Mutter im Bett zur Ruhe gekommen war, verließ sie der falsche geistliche Druck, den sie in der Gemeinde empfunden hatte. Ich wiederhole den Satz einfach nochmal. Als Mutter im Bett zur Ruhe gekommen war, verließ sie der falsche geistliche Druck, den sie in der Gemeinde empfunden hatte. Ihre Befangenheit und Enttäuschung schwanden. Sie dachte über die Worte Jesu nach, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben, die ihn bitten. Sie hatte Gott um den Heiligen Geist gebeten, sich aber verkrampft und durch ihre Sorgen und Befürchtungen so unter Druck bringen lassen, dass sie nicht in der Lage war, das Geschenk, das ihr bereits gegeben war, zu erkennen und freizusetzen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nichts, was man sich mit religiösem Fleiß erarbeiten kann. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nichts, was man sich mit religiösem Fleiß erarbeiten kann. Das kann ich persönlich bestätigen. Nadine? Es geht weniger um das Suchen als um das Empfangen. Es geht um das Empfangen. Heute geht es um das Empfangen. Es ist eine Gabe, die der liebende himmlische Vater zur Verfügung stellt und sie stand ihr einfach zu, weil sie sein Kind war und ihn darum gebeten hatte. Ihre Erwartung, die Taufe unbedingt zu empfangen, war durch ihre eigene Vorstellung, die ihres Mannes und die der Geschwister aus der Gemeinde zu sehr beeinflusst worden. Plötzlich ließ sie sich einfach vorbehaltlos in die liebenden Arme ihres Herrn fallen.
Sie wurde durchflutet von Wellen göttlicher Liebe. Und eine neue Sprache begann aus ihrem Mund hervorzusprudeln wie ein Springbrunnen. Sie weinte und pries Gott, sprach stundenlang in ihrer neuen Sprache, bis sie schließlich von diesem beeindruckenden Erlebnis völlig erschöpft war. Meine Geschwister wachten auf und hörten den freudigen Lärm. Ich verschlief alles. Am frühen Morgen musste Mutter wegen einer Gemeindeangelegenheit nach Hamburg fahren. Sie verließ das Haus, bevor wir aufwachten. Auf dem Frühstückstisch lag ein Zettel. Liebe Kinder, letzte Nacht hat Jesus mich mit dem Heiligen Geist getauft. Mutti. Als ich die Notiz las, war ich verblüfft. Wie hatte ich das nur verpassen können? Den ganzen Tag platzte ich fast vor Neugier, sie zu sehen. Ich fragte mich dauernd, was wohl mit der Feuerflamme war. Als ich Mutter am Abend die Straße vom Bahnhof entlangkommen sah, rannte ich ihr entgegen. Je näher ich ihr kam, desto mehr staunte ich. Meine Mutter strahlte, ihre Augen leuchteten. Ihr Schritt war der eines jungen Mädchens. Sie rannte mir entgegen und hob mich hoch in ihre Arme. Obwohl es gar nicht mein Geburtstag war, ich konnte Liebe aus ihr herausströmen fühlen wie niemals zuvor. Ich musste darüber lachen und weinen. Etwas hatte meine Mutter radikal verändert. Ich brauchte keine Feuerflamme mehr auf dem Kopf zu sehen, um zu wissen, dass sie das Wirkliche und Wahre empfangen hatte. Und sofort wusste ich, dass ich das, was sie nun besaß, unbedingt auch haben wollte. Und dann erzählt er natürlich auch, wie er das empfängt, aber das reicht, glaube ich. Also es geht um Empfangen. Gott will geben jedem, der ihn darum bittet. Jetzt noch eine letzte besonders interessante Stelle und dann kommen wir zum Beten. In Apostelgeschichte 19, Paulus, jetzt, den hatten wir noch gar nicht, der ist ja auch ein sehr interessanter Typ. Paulus startet zur dritten Missionsreise und er ist in dem Gebiet der heutigen Türkei unterwegs. Und da trifft er drei Menschen, die er ja, für Christen hält, sage ich mal, für Jünger. Die hatten vielleicht bestimmte Kleidung an, es waren, wissen wir, Jünger des Johannes. Und jetzt interessant, wie er die anspricht. Wie spricht man so Leute an, die man für Christen hält, aber noch nie gesehen hat? Seine erste Frage, sehr interessant, lasst uns mal schauen. Paulus traf einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie, hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie erwiderten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Paulus fragt, was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Und die Antwort, die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Also, interessant erstmal, dass Paulus, der erste Gedanke ist, Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Als ihr gläubig wart. Überleg mal, wenn man den Heiligen Geist automatisch empfängt, wenn man gläubig wird, dann würde diese Frage keinen Sinn machen. Dann würde Paulus nicht fragen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Dann würde er einfach fragen, seid ihr gläubig geworden? Denn damit habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, dann geht das Gespräch ein bisschen hin und her und er merkt, oh, die sind noch gar nicht gläubig, aber sie sind aufgeschlossen und sagt, hey, das ist schon alles da. Und er tauft sie, das sehen wir dann im nächsten Vers, in den nächsten Versen, genau. Als sie das gehört haben, was Paulus ihnen sagt, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen, ja, also die Wassertaufe. Was passiert dann? Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Das war das, was noch fehlte. Also aus meiner Sicht ist die Bibel vollkommen klar in dem Thema. Ich habe ja gerade gefragt, es gibt verschiedene Ansichten dazu. Und das liegt aber eigentlich nicht an der Klarheit der Schrift, sondern es liegt an etwas anderem. Denn wenn ich das mache, wenn ich sage, ja, ich will Heiligen Geist empfangen, weil mein Vater mir das verspricht, dann gebe ich etwas ab, nämlich die Kontrolle. Heiliger Geist und Kontrolle schließt sich eigentlich nahezu aus. Wenn ich so ein Kontrollmensch bin, dann kann das etwas sein, was mich davon abhält. Vielleicht habe ich auch aber einfach Angst, weil ich nicht weiß, was passiert. Aber Jesus sagt, hey, wenn doch ihr, die ihr euren Kindern Gutes gebt, wenn sie euch bitten, warum sollte Gott denn etwas geben, was nicht gut ist? Und das ist der Vers, mit dem ich schließen möchte, Lukas 11, wir haben ihn gerade schon mal gehört, wo ich euch ermutigen möchte, euch darauf einzulassen. Hier sagt Jesus es ganz klar, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und wenig später sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten.
Also, wir werden gleich ein kurzes Lied vortragen, dann möchten wir beten. Möchte das kurz erklären. Ich habe sehr auf dem Herzen, dass Menschen heute empfangen, Kraft, Ausrüstung, Salbung und auch Tröstung. Der Heilige Geist, der Tröster. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, denn ich werde den Tröster zu euch senden. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Wir wollen beten, dass dieser Geist der Wahrheit kommt. Ich habe aber noch eine zusätzliche Sache auf dem Herzen. Und zwar, Nadine und ich werden jetzt gleich beten und ich habe wirklich auf dem Herzen, dass Gott hier Heilung schenken will, dass er Menschen wiederherstellen will, dass er Menschen segnen will. Dafür werden wir beten, aber wir werden nicht nur dafür beten, sondern wir werden beten, dass das freigesetzt wird, auch bei euch. Es gibt hier Menschen, die können super Gott hören, prophetische Eindrücke. Ich sehe keinen Grund, warum ihr nicht auch hören können solltet, welche Krankheit Gott gerade heilen will. Da möchte ich euch heute auch ein bisschen herausfordern. Ich habe immer wieder auf dem Herzen, dass Gott sagt, ja, mach das vor, aber behalte es nicht für dich. Gott, ich bin davon überzeugt, dass Gott das für jeden hat. Ich glaube, jeder ist zum Übernatürlichen berufen. Das ist im Prinzip das, was wir gleich machen wollen. Wir werden singen und dann beten wir für Heilung und dann für die Taufe im Heiligen Geist. Und ihr müsst nichts machen, außer zu sagen, ich will kommen zu Gott. Ja? Wir werden dann hinterher aufstehen. Und jeder, der das empfangen will, der muss einfach nur seine Hand aufhalten, wie ein Kind, was empfangen will. Schön, dass ihr da seid.